So, lieber Gerald, ich habe eine Frage an dich. Macht Macht machtlos? Das ist, da muss man erst mal verstehen, was du damit meinst. Aber Macht ist ja etwas, was nur einer braucht, der ohnmächtig ist. Also ein Bedürftiger braucht Macht. Und indem er sich diese Macht aneignet, überwindet er nicht wirklich seine Bedürftigkeit. Und deshalb bleibt er eigentlich im tiefsten Inneren ein Bedürftiger und damit machtlos. Macht, Macht, machtlos. Stimmt. Danke. Die Frage kurz überlegt, hast gesagt, ja. Sagte, wenn ich das im Gerald stelle und der auch nur mit ja antwortet, dann wäre das Gespräch sehr kurz. Aber Aber danke, du hast ein so bisschen in länger. Worten mich Du hergeleitet. hast länger geantwortet, aber es ist doch traurig, dass so viele Menschen sich durch Aneignung von Macht machtlos machen und es gar nicht wissen. Also ich komme da besser zurecht. Ich hatte gestern so ein Gespräch mit dem Wiener Wirtschaftsclub und da habe ich so ein paar solche Sachen erzählt und da habe ich gemerkt, wie die zucken, aber die hätten nicht gezuckt, wenn ich so einen Satz gesagt hätte. Aber was ich gesagt habe, ist eben so ähnlich wie jetzt, dass ja man sich fragen muss, warum einer unbedingt Macht haben will. Und dann kommt es mit der Bedürftigkeit und dann merkst du richtig, wie die dann versuchen abzuhauen, also innerlich. Also das ist mein Satz doch richtig nett formuliert, weil er zuerst mal einlädt mit Macht, Ja, Macht, da muss einer, machtlos. das ist als Satz, kannst du ihn nicht gebrauchen, aber als Koan kannst du es gebrauchen, damit der andere ins Nachdenken kommt. Woher weißt du, dass ich gerade da unterwegs bin? Okay.